So, damit hallo und herzlich willkommen zurück. Der Kurs wurde ja gestern gesetzt und wir wollen natürlich jetzt zu diesem Sektor springen. Anscheinend ist da das eine Portal, also die Portalroute zu Ende und es ist auch ein Signal dort, zumindest laut Scannern, zu sehen gewesen. Gucken wir mal, was da jetzt dabei rauskommt. Okay. Weizenfarm. Chemikalienfabrik. Ist ja interessant. Was ist das da? Auch eine Chemikalienfabrik. Gut, da vorne sehe ich irgendwie einen Asteroiden mit irgendwas. Das heißt, wir fliegen da mal straight hin. Solange jetzt hier noch keine Piraten oder sonstiges sind, möchte ich natürlich die Gunst der Stunde nutzen. Immer mit der Hoffnung, dass wir vielleicht Titan finden oder sowas. Okay, das ist schon mal Eisen. Das auch. Okay. Was ist denn das? Raumjägerfabrik. Schnicke. So. Da gibt es schon cooles. Achso, ich habe ja jetzt gar nichts mehr hier dran. Mist. Genau, zumindest die Bergbaugeschütze. Also Abwrackturm. Das ist immer richtig gut. Genau, Abwrackturm. Noch ein Abwrackturm. Der ist besser. Jetzt fehlen ein paar, aber das ist nicht so dramatisch. So, kurz umstellen. Achso. Ich die jetzt abziehe, ja, das ist das Problem, ne? Funktioniert nicht. Also ist nicht so, ist noch nicht so weit. Gut. Das ist die 3. Ne, das ist 3. Ja. Ich wollte sagen, das müsste jetzt richtig schnell gehen. Mit so vielen Bergbautürmen müsste das gerade mit so einem guten entsprechend ordentlich vorangehen. Super, mal können wir das verkaufen und dann können wir entsprechend, ja, wir müssen jetzt irgendwie Knete machen, ne, damit wir die nächsten Erweiterungen holen können und damit wir auch unsere Crew wieder bezahlen können. Ja, da sehe ich wieder das nächste große Problem, auf uns drauf zukommen, aber immer erstmal das eine Problem und dann das andere. Ja. Ein Problem jagt das andere. So. Titan wäre echt super. Aber vielleicht ist ja welches, ne? Wir arbeiten uns erstmal von einem Asteroiden zum nächsten. In der Hoffnung, dass dann vielleicht doch was dabei ist. So. Ja, aber so stark kommt es mir jetzt auch nicht unbedingt vor, ne? Na gut, okay, wenn man sieht, wie groß sie sind im Vergleich zu uns. Gut, okay, dann ist das, glaube ich, in Ordnung von der Stärke her. Ja, ich glaube auch. Schauen. Ich finde es ja schön, dass wir hier jetzt mal aktuell ein bisschen Ruhe haben und jetzt nicht unbedingt sofort irgendwelche Piraten ankommen, wobei man sollte es natürlich nicht beschreien, ne? Ja. Das ist nichts, was man unbedingt machen sollte, immer. Da oben ist richtig viel. Ich würde sagen,
Düsen wir jetzt auch mal als nächstes hin. Das ist wirklich Titan. Ist das geil. Ich hab Titan gefunden. Super gut, ey. Endlich mal wieder. Ja, es ist wirklich selten, ne? In den Sektoren, in denen wir uns jetzt aktuell herumtreiben. Ganz vorsichtig und behutsam. Sehr schön. Oh, der hat sogar ordentlich Titan dabei, ne? Aber wir sehen, da steht zwar jetzt so und so viel, aber so richtig 1 zu 1 habe ich das noch nicht so, dass ich den Eindruck habe, dass die Beute so immer so 1 zu 1 ist, ne? Hm. So, komm, lass immer fleißig weiter. Wir könnten ja so ein richtiges Schiff bauen, ne? Mit Piratenflagge und allem drum und dran. Also ich habe schon gesehen, was manche sich da so Tolles einfallen lassen. Aber so aktuell vom Konzept her, muss ich sagen, gefällt mir das. Bis das nächste kommt. Ja. Also wenn wir zum Beispiel anstatt Eisen dann ein anderes Material als Grundlage nehmen oder für die meisten Sachen, dann würde ich auch das hier dann zerlegen und dann halt entsprechend ein neues machen. Irgendwie logisch, ne? Ja, dann machen wir von Grund auf ein neues. Ja, wobei, vielleicht das uns hier einfach nur verbessern kann man ja machen, ne? Die Blöcke erweitern, das haben wir ja schon gesehen. Ne? Aus Eisen dann Titanblock machen, wenn man halt genug Ressourcen hat, geht das. Weiß ich noch nicht, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ne, dass man nicht alles dann komplett neu machen muss, wenn man sagt, okay, ich bin an sich mit dem Schiff zufrieden, behält man das und wandelt es halt einfach nur um. Finde ich eine coole Fähigkeit, ja. Was mich ja auch mal interessieren würde, wäre ja eigentlich Starmade, ne. Ich hatte da mal reingeschnuppert, damals die Demo probiert, aber das war nicht so einsteigerfreundlich, muss ich sagen. Es war ein bisschen zu tricky. Zumindest für eine Demo, ne? Wenn man das Hauptspiel hat und sich dann länger mit hinsetzen, ist das gar nicht so das Thema, denke ich mal. Dann kann man garantiert schöne Sachen machen, aber es war da ein bisschen unübersichtlich. Aber das soll sich komplett geändert haben. Also man hat wohl vieles verbessert und verändert, damit halt Leute schneller einen Einstieg finden in das Spiel, weil halt die Community ein bisschen am Schwinden war. Und ist ja irgendwie logisch, ne? Der logische Schritt, dass man dann entsprechend ein bisschen was verändert oder vereinfacht, sagen wir es eher. Damit halt die Leute eher zu dem Spiel finden. Ja, ist auch wichtig für die Entwickler. Wobei die Community das ganz anders sieht. Ja, man hat wohl irgendwie ein paar grundlegende Sachen geändert, wodurch viele Konstruktionen, viele Schiffe, oder eigentlich fast alle Schiffe, wenn ich das so gesehen habe, wenn man dem so diesen überdramatisierten Berichten dann von manchen Usern glauben darf, sind irgendwie tausende Objekte, die vor diesem Update erstellt wurden, alle nicht mehr nutzbar. Das ist natürlich dann ganz schön krass, ne, die Zeit, die man da reingesteckt hat, wobei ich fand das so lustig, in diesem einen Kommentar von einem User war das dann so geschrieben, als ob er dann mehr oder weniger sein Geld ersetzt haben möchte für die Arbeitsstunden, die er da aufgewendet hat. Das klang total geil. Ja, also ich frage mich manchmal echt, was in den Leuten vor sich geht. Ja, oder geht da überhaupt was vor sich? Es ist ach man, ist doch nur ein Spiel. Ja klar, hast du viel Zeit reingesteckt, das ist dann schon ärgerlich. Ja, und dann machst du halt weiter. Machst das nächste, machst es noch besser. Ich weiß mal nicht, was die Leute da haben, ey. Nicht immer so einen mega Kopf machen. Vor allem nicht so dolle aufregen. Es bringt eh nichts. Man wird es deswegen nicht ändern können. Ja? Idioten einmal. Und vor allen Dingen, gerade wenn es dann halt Leute sind, die online zocken auf irgendwelchen Servern, sollen sie doch froh sein, wenn das Spiel zugänglicher wird für andere, dann ist da auch ein bisschen mehr los. Und wenn mehr los ist, macht es auch mehr Laune. Also solche Spiele leben ja dann auch davon. Und wenn sich keiner da rumtreibt, dann ist natürlich auch nicht so der Burner, ne? Nee, nicht so wirklich. So, schön her damit immer. Vorsichtig.
Ne, ich brauche den Eisen. Wir müssen doch gleich mal schauen, wie viel haben wir denn jetzt? 11.000. Alter Schwede. Das hat sich ja richtig gelohnt bisher. Wow. Ich bin sehr angenehm überrascht. Blau müsste, glaube ich, Allianz sein, ne? Schiff. Okay, ne, irgendwas anderes. Ja gut, das kann mir egal sein. Solange sie mich in Ruhe lassen, ist mir das sowieso vollkommen egal, ne? Ich will eigentlich nur meine Ruhe haben. Zumindest so lange, bis ich das ultimative Killerschiff habe, dann werde ich alles überfallen und platt machen und so weiter und so fort. So, was ist das denn da? Müssen wir mal gucken, die haben auf jeden Fall, ups, einen Auftrag für uns. Das war aber knapp eben. So, dann zeige ich doch mal. Sieht gut aus, ne? Ja. Ich habe auch schon alternativ überlegt, anstatt so ein paar Waffen, ne? Irgendwie was mit einer riesigen Reichweite. Das hätte auch was. Damit könnten wir uns viele Gegner schon vom Hals halten, wenn wir eine größere Reichweite hätten. Ja, das wäre nicht schlecht. So, 10.000. Mal gucken, wie viel wir kriegen, wenn wir damit fertig sind. Ob wir da wirklich jetzt 10.000 kriegen? Bin ich mal gespannt. Ob das so hinhaut. Okay. Ja, da sehen wir es, ne? Schlagartig waren es 2000 weniger und wir haben aber nur irgendwie 200 bekommen. Ja, ziemlich viel Verlust. Ja, aber je besser die Bohrer entsprechend sind oder die Abbaulaser, desto mehr kriegt man halt auch wirklich raus. Also die Ausbeute ist höher. Ja. Logisch, ne? Ja. Ich denke. Ewigkeiten, guck dir das an, ey. Wenn da jetzt nicht zigtausend rumkommt. Oh nein, Piraten. Oh, es war so klar, dass die auch irgendwann hier wieder auftauchen. Mistviecher, ey. Was heißt denn, setz mal einen Kurs mal dahin. So, wo sind die jetzt? Dort. Und das ist gar nicht so weit weg. Gut, ich düse jetzt aber mal dahin. Ich Hoffnung habe, dass ich vielleicht noch mal ein bisschen Titan finde. Also Sprungroute ist berechnet. Das heißt, wir können dann halt schnell weg, wenn irgendwas sein sollte. Aber wir gucken erstmal noch, ob wir vielleicht noch mal Glück haben und ein bisschen Titan finden. Also bisher noch nicht mal Eisen hier hinten in der Ecke. Okay. Ist ja schon irgendwie enttäuschend. So ein bisschen. So, mal schauen, da hinten sind noch Asteroiden. Bitte, bitte, bitte. Lass da was Schönes dabei sein. Was war das jetzt nochmal? Chemikalienfabrik, okay. Chemikalien. Ich finde das so schlimm, wenn die Chemie sagen und, oh, schlimm. Und Chirurg. Oh, da möchte man doch einfach nur die Leute sofort verhauen. Das sieht nach Titan aus. Ja, es ist sogar Titan. Sehr schön. Wir müssten weit genug weg sein von den Piraten, dass wir das in Ruhe abbauen können. Und das ist... Achso, ist nur der Kleine. Oh Mann. Hätte es nicht so ein riesengroßer 30.000 Titan-Asteroid sein können? Nee, statt das muss so ein kleines Popelding sein, ey. Gibt's doch nicht.
Nee, echt gar nichts, ne? Gut, die werden gerade ordentlich unter Feuer genommen. Das finde ich gut. Das heißt, dann fliegen wir mal hier in diese Richtung. Vielleicht ist ja hier was dabei. Warte mal, da ist ein kleiner Asteroidenhaufen. Ah, irgendwas ist da auch. Schätze. Unermessliche Schätze. Reichtümer. Ah, ne, es sieht nach Eisen aus. Das könnte wieder Titan sein. Nein, ist auch Eisen. Eisen. Titan. Na, ich wollte gerade sagen, der markiert das auch farblich unterschiedlich, ne? Wenn es so rötlich ist, ist es Eisen. Und wenn es weiß ist, ist es immer Titan. Also es ist schon okay. Also zumindest habe ich das jetzt irgendwie für mich festgestellt. Warte, ich wollte gerade sagen, ne? Ein Fitzelchen war noch da. Ich gucke jetzt mal noch hier nach da hinten. Aber ich glaube, hier ist sonst nichts weiter. Das war knapp. Ja, so ein bisschen. Gut, also die Piraten kriegen gerade ordentlich auf die Fresse. Finde ich saugut, ey. Jetzt muss ich nochmal schauen. Wo jetzt hier die nächsten Asteroiden sind mit potenziell Ressourcen drin. Ah, wobei die Wracks plündern von den Piraten natürlich definitiv eine höhere Chance auf Titan liefert. Und natürlich auch auf bessere Gegenstände. Ja. Also ganz vorsichtig. Ja, aber gut, ist vielleicht so ein bisschen bescheuert, ne? Hier so einen Sektor reinzuspringen, wo Raumjäger hergestellt werden. Ja, ich denke, das hätte den Piraten klar sein müssen, dass das nicht von Erfolg gekrönt sein wird. So. Da ist ein Wrack. Das gehört mir. Genau. Sehr schön, das mag ich. 12 Kilometer, 9 Kilometer, 11. Ja, nehmen wir erstmal das hier. Ja, und sieht so aus, dass da oben noch ein paar Ressourcen drin sind. Was ist mit dem hier? 8 Kilometer nur. Wobei, naja, jetzt sind wir schon hier näher dran. Gehen wir erstmal hier hin. Genau. Das sieht doch gut aus. Juhu! Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dahin, euer.